Fahrt. I got broads in Atlanta, just to throw lean in the family. Credit cards in the scams, hitting the licks in the van. Legacies, family. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Escape from Tarkov. Schön, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge bin ich diesmal nachts unterwegs auf der Map Customs. Ausgestattet mit einer schallgedämpften MPX versuche ich hier die Map von Scavs und PMCs zu säubern. Ich wünsche viel Spaß und los geht's! Moment. Irgendwie nerven diese Dinger. Ja, schon viel besser. Irgendwo ist einer. Soll ich loslaufen? Okay, hier ist einer tot. Fuck! Gibst du nicht. Die waren zu zweit. Meine Beine sind im Arsch. Hallo, Wüchel. Hi. Mein Gott, ey. Aber ich hab. Hey, ich hab doch einen Painkiller genommen. Okay, jetzt. Aber wieso verliere ich jetzt mal Leben? Ey, das ist so ätzend.
Direkt am Anfang hier. Ja, also die eine Stelle, da kann ich leider nicht mehr hin, weil die warten da wahrscheinlich die ganze Zeit. Da muss ich irgendwie jetzt außen rumlaufen. Sonst sehe ich da keine Chance. Ich komme aus NRW, Wichel. Wo kommst du her? Okay, jetzt wird's tricky. Bayern, also. Da ist einiges weiter weg, ne? Was haben wir hier? Mal gucken, vielleicht finde ich hier sogar noch einen Painkiller. Aber ich glaube, normalerweise, wenn die hier starten, dann nehmen die mal die Sachen mit. Ey, geil, das ist ein Saliva und ein Morphium. Das ist doch geil. Erstmal sofort safen hier. Meine Beine sind im Arsch. Egal, wir machen erstmal eine sichere Runde. Soweit es geht. Ah genau, hier gibt es ja auch noch so ein Regal. Vielleicht haben wir hier was Schönes. Wichel, spielst du auch EFT? Oh, 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 eine Jacke. Oh, eine Batterie, aber ich habe leider keinen Platz für. Doch, ich habe Platz. Ja, eine Batterie ist eigentlich nicht schlecht. Moment. Ich muss irgendwo meine Waffenteile wegschmeißen. Kann ich die da hinschmeißen? Jo, da findet die keiner. Warte mal, hier war noch eine Kiste. Da. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich habe jemanden gehört. Ja, ich glaube, ich habe mich getäuscht. Mal eben nachladen. Ich finde den Sound beim Nachladen so schön. Ich finde diese Funktion geil, muss ich echt sagen. Jetzt müssen die eigentlich noch dieses Heilungs... diese Heilungsanimation auch verändern. Dass man halt auch nicht einfach so beim Laufen sich heilen kann. Weil es ist ja auch eigentlich sehr unrealistisch, muss man sagen.
So, wo laufen wir hin? Ich gehe erstmal hier zu der Tankstelle, weil vielleicht finden wir da irgendwas Morphium-mäßiges. Ich kann leider nicht schneller laufen. Okay, einen habe ich schon mal. Aber die scheinen mich nicht zu sehen. Das ist schon mal nicht schlecht. Ah, da hat einer eine Taschenlampe. Oh, ist noch einer. Okay. Anscheinend habe ich drei Typen hier gekillt schon. Das ist gut. Jetzt müssen wir nur noch die Shotguns einsammeln. Ich hoffe mal, hier gibt es keine Typen mehr. Sonst bin ich ganz schnell am Arsch. Na, ich glaube, ich gehe lieber erstmal runter. Sechsunddreißig Minuten. Boah, bin ich langsam. Ach du Scheiße, ich dachte, da wäre keiner mehr. Ja, gut, dass er was gesagt hat. Eine TOZ,
Mist, kein Platz mehr. Moment. Eine TOZ müssen wir noch mitnehmen für eine andere Mission. Ah, ich könnte die erstmal so einpacken. Okay, jetzt langsam wird es echt dunkel hier. Fortgeschrittene Dunkelheit. Aha, eine MP 153, eine Sonnenbrille. Ich glaube, ich mach das mal eben so. Der hat gar keinen Rucksack. Okay. Der auch nicht. Eine M133, da haben wir es doch. Da haben wir es. Oh, geil. Scav Backpack. Mist. Passt nicht. Oh, ein Splint. Ach, was mache ich denn da? Was mache ich denn da eigentlich? Okay, das wird jetzt leider nicht mehr funktionieren hier mit der Waffe. Aber die TOZ können wir ja mitnehmen. So, war hier noch einer, den ich gekillt hatte? Hier scheint gar nichts zu sein. Aber hinten, hinter dem Zaun. Oh, da wird geschossen. Okay, ist noch ein bisschen weiter weg. Aha. Ein Magazin. Und sonst. Ah, Munition. Moment, Moment, Moment. So. Okay. Okay, okay, okay.
glaube, ich nehme mal dieses Morphin. Dann kann ich wenigstens schneller laufen. Hier sind doch auch normalerweise Bots. Na, komm. Extrem dunkel. Also ich muss gucken, dass ich irgendwo vielleicht Taschenlampen sehe. Dann weiß man ja, dass da Bots sind. Ich höre jemanden.
Ich weiß nicht, ob das ein Spieler war. Viel Zeit habe ich nicht mehr. Ich muss sagen, nachts macht's irgendwie Bock. Ne, war doch nur ein Bot. Eine SKS. Eine SKS. Ich glaube, ich nehme die mit. Warte mal, kann ich die nicht sogar hier reinpacken? Hm. Ja, warte mal. Muss nur anders machen. Oh. Warte mal, dann machen wir das so. Hey. Ich wollte doch nur das Magazin raus tun. Ah, geht. Geht sogar. Okay. Jetzt können wir die TOZ nicht mitnehmen. Egal. Macht nix. So, jetzt muss ich aber langsam wirklich zum Ausgang. Eine Wepper. Ich glaube, den nehme ich mal mit. So, irgendwo habe ich hier doch noch einen getötet, oder? Boah, ich sehe gar nichts mehr. Egal, Leute, wir gehen raus. Weil wir haben noch 19 Minuten. Und wenn ich jetzt so langsam hier laufe, dann wird es echt schwer. Und wenn wir Pech haben, müssen wir bis zum Ende durchlaufen.
Oh oh, ich glaube, da ist ein Bot. Ich habe eine Taschenlampe gesehen. Jetzt müssen wir echt aufpassen. Ich glaube, der ist tot. Aber ich werde den jetzt nicht looten. Ganz bestimmt nicht. Wir haben nämlich nur noch sehr wenig Zeit. Ich hoffe, jetzt haben wir da ein Lagerfeuer, weil dann kann ich nämlich da raus. Bitte, 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 bitte. Ja, Leute, Lagerfeuer, das wird meine Rettung. Yes, Mann, geschafft. Geilomat. Geilomat. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Vergiss nicht, dieses Video zu bewerten. Konstruktive Kritik ist sehr erwünscht oder Vorschläge kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben. Falls es dir gefallen hat und du weitere Let's Plays von mir sehen möchtest, dann abonniere doch einfach meinen Kanal. Wenn du mich bereits abonniert hast, vergiss nicht, die Glocke bei YouTube zu aktivieren. Sonst kann es sein, dass du manche Folgen von mir verpassen könntest. Oder wenn du im Livestream zuschauen möchtest, kannst du mir gerne auf Twitch folgen. Der Link zu meinem Twitch-Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche allen einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao, Leute!